man ist umgeben von Menschen, aber man kann ja selbst in der Menschenmenge alleine sein. Und man fühlt sich halt so ein bisschen, also nicht mal ein bisschen, sondern oft alleingelassen. Man ist halt seinem Problem ausgesetzt. Es fehlt halt diese familiäre Liebe im Prinzip, die man halt dann halt nicht hat als Heimkind. Hallo, ich bin 22 und ich bin 17 Jahre lang im Heim gewesen. Die Heimzeit war oftmals sehr schwierig, aber ich möchte trotzdem mit meiner Geschichte zeigen, dass man sehr viele Perspektiven hat und euch auch Mut machen, also auch gerade für Betroffene, die in der gleichen Lebenslage sind oder auch waren. Ich bin mit 3 in ein Heim gekommen. Ich bin mit meinem Bruder zuerst in so ein Heim gekommen, das nennt man WAP. Da kommen halt so die Kleinkinder hin. Da waren wir bis 13, 14 und wir sind aus finanzieller Notlage ins Heim gekommen. Da bin ich ins nächste gekommen, das heißt dann Regelgruppe, das ist dann für Teenager, also sehr junge Erwachsene. Da war mein Bruder nicht mehr dabei, der ist dann in eine andere Institution gekommen. Und dann bin ich mit 16 in eine WG, in eine Wohngemeinschaft, im Prinzip betreutes Wohnen mit einem Betreuer, der dann dort halt ab und zu mal vorbeischaut. Und mit 19 bin ich dann in eine eigene Wohnung eingezogen. Ich habe viele schöne Erinnerungen an meine Kindheit, wie zum Beispiel, wir konnten sehr oft Weihnachten feiern. Waren immer schön in großen Gruppen unterwegs, sind samstags schwimmen gegangen, danach immer zu McDonald's, konnten zweimal im Jahr in die Schweiz fahren. Wir haben dann mal Gastfamilien bekommen, damit wir halt in den Sommerferien oder in den Ferien nicht nur im Heim hocken müssen. Also mein Alltag sah in allen Heimen eigentlich ziemlich ähnlich aus. Ist halt nicht viel unterschiedlicher als in einem Elternhaus. Wurde halt geweckt, Frühstück, bin zur Schule gegangen, in den Hort. Hab Hausaufgaben gemacht, dann nach Hause. Mit dem Alter ist es dann natürlich, man muss halt immer mehr selber Papierkram übernehmen. Wie zum Beispiel, dass man halt alle 6 Monate oder halt dann, wenn man noch älter wird, alle 3 Monate zu einer Hilfekonferenz ins Jugendamt muss. Dass halt die Hilfe weiter bewilligt wird, dass man halt weiter noch finanzielle Unterstützung kriegt. Also dementsprechend ist dann halt der Alltag, je älter man wird, mehr von Bürokratie bestimmt und wie man halt sein Leben managt. Und je älter man halt wird, desto mehr muss man halt auch alleine machen. Irgendwann ist halt sehr wenig Unterstützung da, aber das dient dann halt auch wirklich der Verselbstständigung. Also die Herausforderung, so früh allein meistern zu müssen, ist natürlich, es fehlt ein Stück Kindheit. Nicht nur ein Stück, sondern ein großes Stück, weil Kindheit sollte ja eher daraus bestehen, dass man unbeschwert ist. Dementsprechend muss ich mir halt schon früh Gedanken machen über meine Existenz, gerade finanzielle Existenz, bezahle ich meine Kosten und alles und wie kann ich dafür sorgen, dass ich weiter dort leben kann? Du bist halt in einem Heim und es ist halt eher alles auf sachlicher Ebene. Es ist halt, das Liebevolle ist zwar da, aber es ist nicht wie in einem Elternhaus. Es ist immer noch rein pädagogisch, wie wenn man zu einem Arzt geht oder zu einem Psychotherapeuten. Da ist das ja irgendwie auf irgendeiner Ebene, aber es ist halt nicht menschlich genug für ein Kind. Wenn du eingeschult wirst, sind die Eltern nicht da. Wenn du Zeugnis kriegst, sind die Eltern nicht da, um das mit dir zu feiern. Ich war ja auch in der Musikschule, da war das dann auch so, wenn ich Aufführungen hatte, waren meine Eltern auch nie da. Das ist dann natürlich auch traurig, dass man da halt dann halt keinen im Publikum hat, für den man das eigentlich mitmacht. Also der Kontakt zu meinen Eltern sah so aus. Zu meinem Vater habe ich leider keinen Kontakt mehr seit 2006. Der wurde nämlich abgeschoben. Und mit meiner Mutter haben wir dann halt einmal wöchentlich telefoniert, also mein Bruder und ich. Und dann konnten wir halt einmal im Monat zu ihr fahren nach Hause, konnten halt ein Wochenende lang übernachten. Wenn wir bei meiner Mutter waren, war das halt früher dann so, sie hatte keinen Strom, wir mussten halt mit Kerzen durch die Wohnung. War halt ein bisschen doof, aber halt auch irgendwie lustig. Jetzt zum Beispiel gehe ich meine Mutter auf Arbeit besuchen und telefoniere sehr oft mit ihr und ja, es ist also nicht so viel anders. Ich habe trotzdem immer noch sehr, sehr guten Kontakt mit ihr. Also ich weiß, es ist nicht ihr Verschulden. Es war nicht deswegen, weil sie uns schlecht behandelt hat. Ich bin ihr halt wirklich nicht böse, weil ich genau weiß, sie hatte auch einen sehr schweren Lebensweg und hat den super gemeistert. Und ich bin genauso stolz auf sie, wie sie hoffentlich auch auf mich. Also was auf jeden Fall wirklich, wirklich große Missstände in Kinderheimen sind, das ist in fast jedem Träger so, sind zum Beispiel Missbrauch, Vernachlässigung der Kinder und halt auch Hilfeunterschlagungen, also zum Beispiel, wo das Geld der Jugendlichen unterschlagen wird und das dann halt für den Eigenbedarf benutzt wird. Was halt auch ein großes Problem ist bei diesen Missständen, dass die halt ganz oft unter den Teppich gekehrt werden.
Also sei es jetzt, man vergeht sich an Kindern oder unterschlägt Geld oder irgendwas, dass das halt wirklich unter den Teppich gekehrt wird, dass die Leute, die dann halt noch mit Kindern arbeiten dürfen oder die Leute, die dann halt Geld gestohlen haben, das halt auch nicht zurückbringen müssen. Das wird halt alles immer vertuscht, um den guten Ruf zu wahren, um dem ganzen Träger halt nicht zu schaden. Was halt nicht so positiv ist, ist, dass man halt immer wechselnde Bezugspersonen hat. Und man braucht ja eigentlich, gerade als Kind, braucht man ja immer eine konstante Person. Und es ist natürlich auch sehr schade, wenn man sich einem anvertraut hat und der dann halt plötzlich weg ist. Viele Leute, also Außenstehende, denken, dass die Kinder selbst schuld sind, dass sie im Heim sind. Was ja, wenn man ein Kleinkind ist, tatsächlich ja, also wie soll man da schuld sein? Also weil man halt dann immer denkt, das sind totale Problemkinder, die bereiten den Eltern nur Sorge, dass sie die dementsprechend weggeben müssen. Und das zweite sehr große Vorurteil ist, dass immer gedacht wird, dass Heimkinder asozial sind und halt auch nichts erreichen. Und oder halt dann auch asozial aussehen. Ich habe mich dann halt dementsprechend immer sehr, sehr schick und elegant gekleidet, weil ich das halt auch irgendwie nicht wollte, dass man mich als Heimkind ansieht. Aber das wurde mir auch als Kind von meinen Betreuerinnen so mitgegeben. Die wollten halt immer, dass wir nicht so aussehen wie typische Heimkinder, sondern als hätten wir wirklich einen guten Familienhaushalt gehabt. Was mir tatsächlich auch ganz oft passiert ist, dass, wenn ich den Leuten das erzähle und die dann sagen, ich hätte gar nicht gedacht, dass du aus dem Heim bist. Und dann habe ich dann halt immer gefragt, na wieso? Und dann sagen die halt, nein, du bist so extrovertiert, du gehst so offen mit Menschen um. Und dementsprechend wird ja irgendwie nach draußen signalisiert, dass Heimkinder sehr verschlossen sind und sehr zurückgezogen. Und ja, was bei mir halt nicht der Fall ist. Ich bin halt ein sehr extrovertierter Mensch. Und ja, dementsprechend waren die Leute eigentlich immer überrascht, wenn ich das gesagt habe. Also wie ich es halt geschafft habe, an meine Perspektiven zu glauben. Ich hatte halt nie eine andere Wahl, als immer eine Perspektive zu haben. Was kann ich nach der Ausbildung machen? Dann mache ich halt ein Fachabi, dann mache ich halt ein Abitur, dann habe ich alles in der Tasche. Und ich musste halt immer einen Plan haben, weil sonst hat man halt keine finanzielle Unterstützung oder halt keinen Job. Also ich musste halt immer irgendwie sehen, was ich nebenbei mache. Also eine freie Zeit konnte ich mir halt nicht erlauben. Ja, was mir halt auch noch geholfen hat, eine positive Einstellung zu bewahren, ist die Musik. Ich bin seit kleinst auf, seit 14 Jahren, bin ich in ein und derselben Musikschule. Ich habe halt durch das Heim eine Förderung gekriegt. Das passiert leider nicht sehr oft. Und dementsprechend konnte ich halt mit Stipendien, musste ich halt nichts für den Unterricht zahlen. Gerade Gesang hilft mir auf jeden Fall, eine positive Einstellung im Leben zu bewahren und auch vieles hinter mir zu lassen, was halt nicht toll war im Heim. Im Heim habe ich ja, da habe ich tatsächlich ständig gesungen, zum Leid der Mitbewohner. Was ich heute mache, ich habe jetzt gerade gestern mein Abitur endlich beendet, auch erfolgreich. Ich wohne halt in einer eigenen Wohnung, mache jetzt dann eine studienvorbereitende Ausbildung an meiner Musikschule für die Zulassungsprüfung, dass ich halt an der Uni angenommen werde. Ich würde voll gerne Popgesang studieren an der Popakademie. Was ich Betroffenen mit auf den Weg geben will, ist auf jeden Fall immer dranbleiben. Also egal in welcher Lebenslage man sich gerade befindet, egal wie schlimm oder beschissen das gerade ist, man muss immer, immer, immer weiterkämpfen. Es lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn die Lage total aussichtslos gerade ist. Auf jeden Fall immer sich um die finanziellen Rücklagen kümmern, also bei Ämtern immer hinterher sein, immer zur Schule gehen, immer da sein, immer mitmachen, soweit es geht, ein gutes Zeugnis zu ermöglichen, also soweit es halt die Verfassung zulässt. Und halt sich wirklich überall Mühe geben. Also das ist am Ende, das zahlt sich doppelt und dreifach aus und man kann saumäßig stolz am Ende auf sich sein. Vielen Dank, dass ihr das Video bis zu Ende geschaut habt. Teilt gern eure eigenen Erfahrungen in den Kommentaren unten und abonniert den Kanal. Tschüss!